Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um Charlotte Tilbury. Und zwar habe ich heute unerwarteterweise schon die neue Kollektion, die Pillow Talk Party Kollektion bekommen oder einige Teile daraus. Daher musste ein anderes Video, welches ich eigentlich heute hochladen wollte, zurückstehen und das verschiebe ich dann auf morgen. In dem Video sage ich auch kurz was zu meinem geänderten Hintergrund, aber ich konnte jetzt doch nicht abwarten, wenn die Lieferung doch mal so schnell kommt, dass ich direkt da ein Video zudrehe. Also ich habe das, wie gesagt, gestern bestellt. Sie hat einen Early Access Link sozusagen, wo man ein bisschen früher die Sachen schon bekommt. Ich packe den Link auch unten in die Infobox. Ich habe direkt auf der Seite bestellt. Man kann das innerhalb der EU auch zollfrei machen und der Versand ging super schnell. Es war noch nicht mal ein Express-Shipping. Also ich konnte das gar nicht auswählen, sondern nur den normalen Standardversand. Der ist, glaube ich, auch ab, ich weiß gar nicht, 50 oder 60 € kostenfrei. Ich bin mehr als begeistert, dass das jetzt so schnell ging. In der Kollektion sind einige Stücke neu dabei und auch ein paar Repromotes. Sie hat einmal von der Mascara, also der Push-Up Lashes Mascara. Die kostet 39 €. Da sind 10 ml enthalten. Ich habe die Farbe schwarz und jetzt in der Kollektion hat sie noch so eine rot-braune Farbe rausgebracht. Die habe ich mir nicht bestellt, weil ich ja meistens so also ganz schwarze Mascaras trage und mir da nicht sicher bin, ob mir so ein rot-brauner Ton gefallen würde. Sah auf den Bildern interessant aus. Da möchte ich mir aber erstmal ein paar Reviews zu ansehen, ob das was für mich sein könnte oder nicht. Ich werde aber später auf jeden Fall die Mascara benutzen. Ich denke, bis auf die Farbe sind sie alle gleich, auch vom Bürstchen her. Was sie noch repromotet hat, sind ihre Pillow Talk Lip and Cheek Glows. Und zwar kosten die 39 €. Die gab es letztes oder vorletztes Jahr schon mal. Das sind Creme-Produkte, die sowohl als Blushes oder auch für die Lippen funktionieren. Die gibt es in zwei Farben. Ich habe auch beide Farben. Einmal die Farbe Color of Dreams. Das ist ein Rosebud Pink, also Rosenknospenpink. Und dann noch die Farbe Color of Passion. Das ist so ein Berry Pink Ton. Das ist der hier. Der ist einfach ein bisschen dunkler. Ich mag die Produkte nicht ganz so gerne. Die sind sehr, ja, cremig und so ein bisschen ölig. Ich habe da das Gefühl, die heben Produkte drunter ab und verschwinden auch ziemlich schnell wieder. Also das sind die beiden Farben. Ich kann sie später mal auftragen. Falls ihr die noch nicht kennt, dann könnt ihr euch da vielleicht besser ein Bild von machen. Aber ich möchte es jetzt noch nicht gleich auftragen, weil ich mir meine Foundation nicht versauen möchte. Dann hat sie noch einen, ja, Pillow Talk Multi-Glow rausgebracht in zwei Farben. Der kostet 39 € und die Verpackung, also von außen, die Kartons sehen so aus. Ist immer alles ganz süß gemacht bei Charlotte Tilbury. Das ist so ein Rosé-Ton. Ich weiß gar nicht, ob es meine Kamera richtig einfängt. Ist immer schwer, wenn es so hell ist. Und die Verpackung an sich, die ist auch wunderschön. Die sieht so aus. Das erinnert so an diese Paletten, die sie zur Weihnachtssaison rausgebracht hat, mit so, ja, wie so Splitter drin, die in verschiedenen Farben funkeln. Das sieht sehr schön aus. Das ist auch so Rosé. Und dann chauchiert das, sieht aus wie so Eissplitter, chauchiert das in verschiedensten Farben. Ansonsten ist das eine Plastikverpackung. Man kann das dann so aufmachen. Und das ist jetzt die Farbe Dream Light. Das ist die dunklere oder die wärmere Farbe. Das ist ein heller, warmer Pink Highlighter oder auch Blush. Ich blende mal hier die Swatches von jedem Einzelnen ein. Ich swatch die aber auch gleich nochmal. Und dann habe ich noch die Farbe, also die zweite Farbe Romance Light. Und das ist ein kühler Nude Pink Highlighter. Auch wunderschön, die Einprägung. Das sieht sehr schön aus, gefällt mir richtig gut. Also ich glaube, hier sieht man es. So sehen beide nebeneinander aus. Die auch nochmal hier.
Dann kann man vielleicht die Farben besser erkennen. Also wunderschön, das gefällt mir richtig gut. Des Weiteren hat sie noch rausgebracht ein Eyeshadow Quad, eine Luxury Palette in Pillow Talk Dreams. Die kostet 50 Euro. Und da hat man auch so ein paar Bärentöne, so rosé-goldene Töne. Also alles in dem Pillow Talk Thema. Was ich mir jetzt noch gekauft habe, ist ein Beauty Light Wand in der Farbe Pillow Talk Original. Da gibt es ja mehrere Farben, den hatte ich noch nicht. Die kosten 35 Euro. Das ist ein flüssiger Highlighter, den habe ich schon mal geswatcht. Ich kann den auch hier mal swatchen. Ich muss mal schauen, ob ich später noch irgendwie Platz im Gesicht finde, dass ich den auch hier auftrage. Das ist ein nudiger Pinkton und das ist für mich fast so, ja, nicht wirklich ein Highlighter, sondern mehr so ein Blush-Topper fast. Also ich denke, da werde ich den verwenden, aber der hat schon auch viel Glanz. Ich mag die Beauty Light Wands sehr gerne und die Farbe hatte ich noch nicht. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob die Pillow Talk Farbe, also ich glaube, die gab schon und sind jetzt nur repromoted. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob die Pillow Talk Farbe jetzt ein Zusatz ist oder eine zusätzliche Farbe oder ob es die schon gab. Auf der Seite steht She's Back. Deswegen denke ich, dass die Farbe schon erhältlich war, auf jeden Fall. Anfangen möchte ich mit der Lidschattenpalette. Ich würde erstmal die Farben swatchen. So sehen dann die Farben geswatcht aus. Fühlen sich sehr gut an. Man hat hier zwei matte Farben. Das sind die oberen beiden. Und dann zwei Schimmertöne. Der dunklere, also der unterste hier, der hat so ein bisschen, ja, mehr Sparkle drin. Der fühlt sich ein wenig rauer oder krümeliger an. Aber vom Auftrag beide sehr weich dann. Man spürt nur bei dem dunklen einfach etwas mehr Struktur. Der hat so silberne Glitzerstücke enthalten. Und das ist das, was man dann auch spürt. Ansonsten sowohl die matten Farben als auch die metallischen Töne fühlen sich super zart an. Ich bin sehr gespannt. Ich hole euch mal näher ran. So, ich starte mit dem oberen helleren Mattton mit einem Sonia Chi Blender Pro Pinsel und gebe mir das in meine Crease. Man sieht direkt, ich habe abgeklopft. Ich habe Puder Kickback im Pfännchen und direkt viel Pigment auf dem Auge, also da kann ich mit einer leichten Hand reingehen. Das war jetzt fast mehr, als ich das direkt wollte. Also die sind schon mal sehr gut pigmentiert, lässt sich aber wie gewohnt sehr schön ausblenden. Und das ist so ein, ja, rosiger Braunton, also der hat was Bräunliches, aber er hat auch was so ein bisschen peachig-rosiges mit dabei, also was Warmes. Ich gehe dann mit einer Nummer kleiner aus der Janus-Serie mit dem Pinsel Nummer 9 in den dunkleren Mattenton und den gebe ich mir hier so in den Außenwinkel. Das ist ein schöner, warmer Braunton, der sich auch wunderbar verblenden lässt. Ich nehme denselben Ton nochmal auf so einen kleinen, flachen Pinsel. Das ist aus der Kasan-Serie von Chico Hodo, der Nummer 7 Pinsel. Und damit gehe ich auch jetzt nochmal hier unten hin. Das gefällt mir soweit schon mal sehr gut. Ich nehme jetzt den Reffer Nummer 21 Pinsel und gehe hier in den dunkleren Schimmerton, der auch die Glitzerpartikel drin hat. Ich sprühe den jetzt nicht an. Den verteile ich so aufs ganze Lid bis zum vorderen Drittel. Da lasse ich ein bisschen was frei. Also nicht angesprüht sieht der Ton so aus. Ich glaube, man kann die Glitzerpartikel erkennen. Ich probiere das auf der anderen Seite mal mit dem Finger. Der Fallout hat sich jetzt in Grenzen gehalten, aber ich merke schon so ein bisschen, dass das Glitzer
Ja, also jetzt hier sehe ich es, dass das Glitzer so ein bisschen runterfällt. Da bietet sich's an, die einfach anzusprühen. Das sieht dann erstmal so aus. Jetzt habe ich mir nur den Pinsel abgewischt und gehe in die hellste Farbe, in den helleren Schimmerton. Und den gebe ich mir so in den Innenwinkel. Der ist sehr schön. Dadurch, dass der keine Glitzerpartikel enthalten hat, habe ich jetzt da auch kein Fallout. Und dann ist das schon der fertige Look. Ein, ja, für mich sehr typischer Charlotte Tilbury Look. Genau die Pillow Talk Farben. So ein bisschen Rosé, bisschen Peach, bisschen Nude. Das gefällt mir sehr gut. Die Qualität ist super, muss ich sagen. Also die matten Farben lassen sich sehr schön verblenden, sind sehr gut pigmentiert, aber man kann trotzdem sehr gut mit ihnen arbeiten. Die Schimmerfarben gehen einfach aufzutragen. Bei dem Glitzerton, der hat ein bisschen Fallout mit dem silbernen Glitzer. Ansonsten hat sich der Fallout in Grenzen gehalten. Also ich denke, wenn man abklopft, kommt man da ganz gut zurecht. Ich mache jetzt noch mal kurz den Eyeliner, einmal das Braune oben in meine Wasserlinie und das Nudige in meine untere Wasserlinie und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und dann sieht das mit dem Eyeliner so aus und ich habe jetzt gesehen, als ich jetzt so ganz nah mit dem Spiegel dran bin, dass ich hier schon so Glitzerpartikel habe. Das sieht man nicht, also von dem Sparkleton. Da ist mir das Silber, also die silbernen Glitzerpartikel schon hier runtergerieselt, wenn man das vermeiden möchte. Entweder erst das Augen-Make-up machen oder halt ansprühen oder Glitterglue oder irgendwas verwenden, damit einfach der Glitzer besser haftet. Ansonsten passiert das mit solchen Tönen einfach sehr oft. Ich nehme jetzt die Push-Up Lashes Mascara. Da sieht das Bürstchen so aus. Das ist ein Plastikbürstchen, was auf der Seite so flach ist und dann auf den anderen beiden Seiten ganz feine Bürsten hat. Das ist ein Silikonbürstchen. Das ist jetzt nicht so mein allerliebstes, aber an sich ist es eine sehr schöne Mascara. Die verklumpt meine Wimpern nicht. Die gibt so ein bisschen Volumen, gibt ein bisschen Länge. Und man kann sie auch aufbauen, also je nachdem, wie man es gerne hätte. Und dann sieht das einmal so aus mit Mascara und einmal ohne Mascara. So, und dann kommen wir zu den beiden Highlightern. Ich habe Foundation drauf. Ich habe auch heute die Beautiful Skin Foundation. Und mit der hatte ich ja manchmal das Problem, dass hier meine Poren hervorgehoben wurden oder dass sie da einfach nicht so gut gesessen hat. Und wenn ich dann Puder drüber gegeben habe, dann hat man meine Poren mehr gesehen. Das war eigentlich so das, was mir an der Foundation nicht so gut gefallen hat. Ansonsten saß sie immer schon gut. Ich habe heute zum ersten Mal die Foundation probiert mit dem Tom Ford Traceless Soft Matte Primer. Und ich muss sagen, also ich habe es jetzt noch nicht lange drauf, aber direkt beim ersten Auftrag, finde ich, sieht meine Porengegend sehr gut aus und die Foundation gefällt mir dann insgesamt richtig gut. Also ich werde das weiter austesten, auch jetzt mal über einen längeren Zeitraum, aber ich wollte es mal erwähnen. Es gibt für mich anscheinend Primer, die ich darunter verwenden kann, sodass die Foundation gut für mich funktioniert. Das finde ich schon mal sehr schön. Und dann habe ich ein bisschen von dem Beauty Contour Wand drauf und nur etwas abgepudert, auch mit dem Charlotte Tilbury Puder natürlich. Und dann gucken wir mal. Also man kann wohl die Farben auch einzeln benutzen, aber auch mischen. Ich würde jetzt mal einfach, um das zu swatchen, in alle Farben reingehen. Und dann sieht das so aus. Das ist jetzt der dunklere. Der Dream Light, das ist ein richtig goldiger Ton. Das ist dann so. Der wird mir als Highlighter zu dunkel sein, gehe ich mal von aus. Wir probieren es aber. Und dann swatche ich nochmal den anderen. Da gehe ich auch mal in alles rein. Und da sieht man schon, der ist sehr viel heller und sehr viel kühler mit so einem Rosé-Unterton. Das ist dann der
fühlen sich sehr schön an von der Textur und geben einen schönen Glanz. Ich habe das Gefühl, dass immer in einem, also jetzt in dem hier, in der Reihe, dass da so ein bisschen Glitzerpartikel enthalten sind. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt. Ich glaube, in dieser Reihe, in den anderen nicht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es wirkt zumindest für mich so. Aber das ist ganz fein und zart. Und in dem dunkleren, da habe ich das Gefühl, dass in diesem Ton hier, meine ich, Glitzer erkennen zu können. Die Kamera fängt, glaube ich, nicht ein. Das ist so soft und so zart. Vielleicht hier so ein bisschen, dass man es sehen kann. Aber so wie ich das jetzt erkenne, ist das jeweils nur in einer Farbe von den Vieren. Ich probiere jetzt aber natürlich einmal alle Farben und gehe mit dem Sonia Chi Detail Pinsel aus dem Lotus Set einmal hier so rein, klopf mir das ab. Das ist jetzt der dunklere Ton und den gebe ich mir mal hier hin. Ja, da sehe ich gleich, der ist mir zu dunkel als Highlighter. Das ist für mich so ein perfekter Bronzer-Topper. Ich glaube, jetzt sieht man es hier wieder, wie er Schatten wirft. Ansonsten ist der Glanz sehr schön. Das ist ein warmer Copperton. Lustig, das hatte ich gestern in dem By Terry Video schon so ähnlich. Ich könnte mich natürlich auf die äußeren Farben konzentrieren. Ich trage das mal großzügig auf. Ein bisschen weiter hier runter. Dann kann ich das, wie gesagt, auch als Bronzer Topper verwenden. Aber ich glaube, man sieht einfach schon, das ist ein zu goldiger Ton für meine helle Haut. Dann nehme ich von Sonia Chi den Mini Cheek Pinsel aus dem Sky Set und gehe in die Farbe Romance Light, in das Helle rein, auch einmal hier so rundherum, klopf das ab und den gebe ich mir hier hin. Und der ist ziemlich eisig. Da sieht man jetzt, der wirft keinen Schatten, also ist für meinen Hautton auf jeden Fall passender. Aber jetzt so stark aufgetragen, ist es mir fast zu viel. Und ja, richtig eisig. Also das ist ein sehr kühler. Gehe mal so ein bisschen mehr mit dem rosigen Ton rein. Also da muss ich ein bisschen rumspielen. Wenn ich jetzt so einmal komplett reingehe und mit so einer starken Hand, dann ist der mir fast zu leuchtend und zu eisig. Ich probiere jetzt einfach mal, dass ich in den Pillow Talk, in den dunkleren, in die Dream Light reingehe und gehe mal nur so ein bisschen in diese äußersten Farben. Die sind ja nicht ganz so dunkel. Und gebe das mal hier einfach so ein wenig drüber. Dann bekomme ich direkt so einen goldenen Touch mit hin. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen, dass man jetzt nochmal so was Goldiges bekommt. Aber also insgesamt, das war jetzt zu viel aufgetragen. Da sieht man auch dann hier die Streifen. Da würde ich nochmal mit dem Schwamm drüber gehen, um das ein bisschen, ja, nochmal zu verblenden und besser mit der Haut zu verbinden. Und dann, finde ich, sieht das sehr schön aus. Ich meine, bei dem könnte ich es jetzt versuchen, mit dem helleren nochmal drüber zu gehen. Aber ja, viel hilft ja nicht immer viel. Wenn, dann müsste ich es wahrscheinlich gleich direkt mischen beim Auftrag. Aber ich probiere es mal. Was passiert? Dann bekomme ich auf jeden Fall einen helleren Ton. Aber das Dunkle ist schon immer noch zu sehen. Also da muss ich noch mal ein bisschen mit rumspielen, wie ich den für mich am besten benutzen kann. Textur her finde ich sehr schön. Es ist ein sehr starker Highlighter doch. Also es ist jetzt nicht so subtil. Wenn man was Subtiles möchte, dann darf man vorsichtig sein. Also wenn man beherzt reingeht, dann bekommt man schon ordentlich Glanz. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Man sieht natürlich meine Textur, wie man es immer sieht, wenn man Highlighter drauf hat. Aber er macht das
doch auf eine noch sehr angenehme Art und Weise. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Also meine Textur ist jetzt nicht irgendwie schlimm vorgehoben. Er verblendet sich dann sehr gut mit der Haut. Also hier hatte ich erstmal zu viel. Dann gehe ich meistens mit einem Beauty-Schwamm, also mit so einem Schwämmchen einfach nochmal drüber. Dann bekomme ich immer so das beste Ergebnis. Aber im ersten Moment gefallen mir die von der Textur, wie sie sich auftragen lassen, sehr gut. Und die einzelnen Farben in dem Highlighter sind auch noch so groß, dass man schon mit dem Pinsel auch in eine Farbe nur reingehen kann. Also mit so einem kleineren Pinsel auf jeden Fall. Das finde ich auch nochmal sehr schön. So kann man sich's mischen, weil der weiße Ton hier außen, da finde ich auch gut, dass das der kleinste ist, der ist schon sehr eisig. Da würde ich mich wahrscheinlich, wenn ich den wieder benutze, mehr in dem vorderen Teil hier aufhalten. Man hat halt dadurch doch mehr Variationsmöglichkeiten und ich bin auch froh, dass ich beide Farben jetzt habe, weil ich denke, da kann ich auch gut mischen. Ich bekomme die Packung immer ein bisschen schlecht auf. Also man muss hier unten reingehen oder man kann das so aufziehen. Das finde ich funktioniert nicht ganz so toll und nicht ganz so nahtlos, aber es kann jetzt auch an mir liegen. Aber auch in dem Ton finde ich schon sehr schön. Also bis auf der dunkelste hier. Ich glaube, wenn ich die anderen mische, dann komme ich auch mit meinem Hautton ganz gut zurecht. Und der dunklere Ton, ich meine, das sind auch immer Töne, die man natürlich auch auf dem Auge tragen kann. Ich kann mal hier so ein bisschen was mit reingeben und ich glaube, man sieht schon, dann bekommt man einfach so ein bisschen mehr dieses bronzige, goldige mit hin. Also das ist so eine Textur, die schmeichelt auch dem Auge immer sehr gut. Erster Eindruck von den Highlightern, sehr schön, sehr leuchtend. Eine super schöne Konsistenz, gefällt mir ganz gut und Variationsmöglichkeiten mit der Farbauswahl. Wie gesagt, der eine ist wirklich kühl und eher so auf der eisigen Seite, der Romance Light. Und der andere ist dann ja das warme Pendant dazu. Sehr schöne Farbauswahl. Das gefällt mir sehr gut, dass man da so in beide Richtungen gehen kann. Da ich jetzt die Highlighter alleine gesehen habe, gehe ich auch gerne nochmal in den Blush rein. Ich nehme mal die Farbe Color of Dreams. Das ist dieser hellere Rosenknospenton. Und ich schnapp mir da mal von Sonia Chi den Mini Base Pinsel aus diesem Reiseset und gehe in den Blush rein. Blush und Lippenstift. Gebe das jetzt einfach hier so ein bisschen mit hin. Ganz vorsichtig. Dann sieht das erstmal so aus. Auch hier würde ich nochmal mit dem Pinsel jetzt drüber gehen, weil es gerade auf der Seite doch recht viel ist. Und dann sieht das so aus. Dadurch, dass es so in etwas so eine öligere Konsistenz hat, möchte ich das auch immer pudern, weil die Haare sich verfangen. Und ja, also meine bisherige Erfahrung war damit ja nicht so gut, weil die auch einfach nicht so lange gehalten haben, wie ich das gerne hätte. Ich trage es auch noch mal auf der Seite auf. Ja, und auf der Seite habe ich es jetzt so, dass ich hier so ein bisschen was drunter ablöst. Wenn ich dann immer so sehr aufpassen muss auf die Produkte darunter, dann gefällt mir das schon immer nicht ganz so gut. Da gibt es einfach Produkte, da muss ich nicht extra noch mal aufpassen und dann greife ich einfach zu denen lieber, auch von der Haltbarkeit. Also ich finde, die halten so ja 2, 3 Stunden und dann sind sie aber eigentlich auch schon wieder weg. Deswegen für mich nicht das liebste Produkt von Charlotte Tilbury, aber ich habe auch schon von einigen gehört, dass die sehr gerne mögen. Von daher wollte ich es zumindest mal gezeigt haben. So, und das ist jetzt nochmal der komplette Look von Weitem. Ich finde die Lidschattenpalette sehr schön, super Qualität. Das ist immer so eine Präferenzsache. Wenn man das Farbschema mag, kann man zumindest qualitätsmäßig mit dieser Palette meiner Meinung nach nichts falsch machen. Eine typische, sehr gute Charlotte Tilbury Qualität.
Die zwei Highlighter, einmal von der Verpackung her wunderschön, auch vom Innenleben wunderschön. Also ich mag ja auch immer Produkte, die schön anzusehen sind. Und die Textur von den Highlightern ist wunderbar. Das Einzige, was ich bemängeln würde, wäre der Verschluss. Man kann das so aufziehen oder halt mit dem Fingernagel hier reingehen. Das fühlt sich aber jetzt hier insgesamt vom Deckel her nicht ganz so stabil an. Da weiß ich nicht. Ich bin ja so jemand, wenn ich es dann nicht aufbekomme, dann ja, werde ich auch mal ungeduldig. Da hoffe ich jetzt nicht, dass mir der Deckel dann irgendwann abfliegt. Ansonsten ein super schönes Produkt mit den verschiedenen Farben. Auch jeweils innerhalb der Highlighter kann man auch noch mal spielen. Das finde ich sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt hatte. Die haben enthalten 7 Gramm an Produkt und eine Haltbarkeit von 24 Monaten. Die Lidschattenpalette hat 6 Gramm und 18 Monate Haltbarkeit. Die Lip and Cheek Glows sind jetzt nicht meine Favoriten. Ich finde, ich kann mit denen arbeiten. Ich muss aufpassen. Sie halten meiner Meinung nach nicht so lange. Daher greife ich nicht allzu oft zu denen, weil ich andere habe, die mir da besser gefallen. Die Mascara finde ich sehr gut, obwohl ich nicht der Fan von Silikonbürstchen bin, macht sie sehr schöne Wimpern. Also das ist eine, die ist auch ein bisschen an mir gewachsen. Die fand ich beim ersten Auftrag, ja, so okay. Und ich habe sie dann öfter benutzt, dann hat sie mir schon sehr gut gefallen. Also ich greife schon auch häufiger zu ihr. Ist nicht meine allerliebste, aber schon eine von den besseren Mascaras, die ich habe. Und dann hatte ich ja noch diesen Beauty Light Wand. Ich glaube, das wird jetzt nichts bringen, wenn ich den noch auftrage. Ich hatte den ja vorhin schon mal gezeigt. Das ist auch ja der typische Rosé-Champagner-Ton, also der typische Pillow-Talk-Ton. Den werde ich mal in einem zukünftigen Video benutzen. Ich kann ihn mal hier so ein bisschen hingeben, dass man mal den Glanz vielleicht erkennen kann. Aber das ist einfach zu wenig, um ihn wirklich zu zeigen. Aber wenn man die Farbe mal sehen möchte, so sieht der Pillow Talk aus. Der reflektiert auch sehr ordentlich mit meinem Licht hier. Ich glaube, man kann das gut sehen. Das ist aber auch eine wunderschöne Formulierung, gefällt mir sehr gut. So, dann war es das mit den neuen Produkten von Charlotte Tilbury. Wie gefallen sie euch? Lasst mich das gerne wissen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.